Leute, es ist endlich soweit. Ich habe im letzten Part alle gerettet und ebenfalls das allerletzte Orakulum Plus gefunden. Ich kann mir endlich Ultima schmieden und es ist auch die Zeit gekommen, dass das endlich soweit ist. So, gesammelte Materialien werden hier im Ogreladen hinterlegt. Sammelziel erreicht, im Laden wurde seit dem Zyanid-Splitter hinzugefügt. Und jetzt passt auf, Items schmieden. Ultima. Das ultimative Schlüsselschwert, Formänderung, Ultima-Form. Angriff 13, Magie 13, Combo-Boost, Luft-Combo-Boost und Situations-Boost. Benötigt eben die 7 Orakulum Plus, 2 Energiekristalle, 2 Luzidkristalle und 2 Achatkristalle. Und endlich, ich habe so lange drauf gewartet, es in Händen zu halten. Das ist die Zeit gekommen! Da ist es. Ultima. Das ultimative Schlüsselschwert und interessanterweise diesmal in Rot gehalten. In jedem anderen Kingdom Hearts, wo es das gab, war es hauptsächlich eher bläulich. Also es gab immer so, je nach Spiel, ein bisschen ein leicht abgeändertes Design, aber die Sekundärfarbe war neben diesem Silber eigentlich immer blau und hier ist es jetzt aber mal rot. Das ist eine nette Abwechslung, muss ich schon sagen. Also das Design gefällt mir. Ich fand Ultima aber eigentlich schon immer eins der schönsten Schlüsselschwerter überhaupt. Und endlich hab ich es! Hat ja auch nur eine gefühlte Ewigkeit gedauert. So, let's struggle, du Struggle. So, hier noch andere Sachen zu kaufen ist jetzt auch nicht so. Ich weiß nicht, soll ich mir überhaupt noch irgendwas kaufen? Vielleicht noch ein paar High-Ether? Würde davon ja nicht so viel haben. Ich kaufe nochmal 3 High-Ether. So. High Potions, auch nochmal 5. So, das sollte reichen. Und jetzt Ausrüstung, Sora. Ich würde sagen, hier statt Schicksalsruder oder überhaupt statt dem Königsanhänger nehme ich jetzt nur noch mehr Ultima. Ich meine, guckt euch das an. Das ist der Königsanhänger, den ich maximal aufgestuft habe. Angriff 9, Magie 8 und hier einfach mal 13 und 13, also Angriff steigt von 57 auf 61 und die Magie von 61 sogar auf 66. Holy shit. So. Und das sind hier die ganzen Sachen. Hier Ultima-Form als Abilities, Teleport, Combo-Meister, Immunität, Trotzkopf, Dickschädel, MP-Hastra, ruhendes Potenzial, Ewigkeitskreis ist der Multifokus, bündle magische Energie und verwüste die Umgebung, wenn du sie freigibst, Formmanöver, der Spiralsturz, lass unzählige kreisende Klingen wie Vögel auf Gegner herabstürzen. Glänzende Stigmen, greift Gegner mit Lichtkugeln an, die aus dem Boden herausschießen. Zirkel des Lichts, greift Gegner mit sich spiralförmig ausbreitenden Lichtklingen an. Klingenbarriere, Konterklinge, ultimatives Finale. Führe einen mächtigen Angriff aus und fesselt aber das volle Potenzial eines Schlüsselschwerts. Schwebe, ja, dann haben wir noch eben Combo-Boost erhöht den Schaden von Boden-Kombos, Luft-Combo-Boost erhöht den Schaden von Luft-Kombos und der Situations-Boost füllt die Leisten von Situationskommandos schneller auf, wenn du Gegner besiegst. Also das Ding ist einfach, das wird seinem Namen gerecht. Das ultimative Schlüsselschwert heißt es ja nicht umsonst und das kriegst du halt nicht einfach so, ne? Ich habe da einiges auf mich genommen. Ich habe die pudingreichen 7 zufriedengestellt, ich habe dieses komische Rodel-Minigame in Arendelle mehrmals gemacht und hab alle Glücksembleme fotografiert, also bei 80 von 90 kriegst du ja auch einen Orakulum Plus und ich bin so froh, dass ich das jetzt endlich habe. Ich habe mir das bis jetzt wirklich mit Ausnahme von Region of Memories in jedem anderen Kingdom Hearts eigentlich immer geholt. Also ich habe es mir in Kingdom Hearts 1 und 2 geholt. In Burst with Sleep habe ich es mir sogar mit allen dreien geholt, also mit Terra Arc und Ventus. In Dream Drop Distance habe ich es mir geholt. In 0.2 gibt es das nicht. Also Fragmentary Passage natürlich gibt es das ja nicht, aber hier, ich wollte es einfach haben. Und so, ich glaube, bei Donald mache ich mal das jetzt mal anders. Der kriegt jetzt statt Ether die High Ether, weil die ja die MP vollständig regenerieren. So, und Goofy neben High Potions hier auch noch die Mega Potions. Weil da füllt die Gruppe die ganzen 160 MP bei allen Gruppen die dann auf. Das ist auch okay. So. Zusätzlich dazu, wie gesagt, haben Donald immer noch Donald und Goofy Infantinwache Plus, beziehungsweise Königswache Plus, ihr bester Zauberstab, bester Schild, was ich schon etwas früher geschmiedet habe. Und für Sora immer noch Königsschleife, Schleife, Heldenhandschuhe, die Mieke-Brosche. Für die 90 Embleme gibt es ja Pudi-Lebensplakette von den Puddingreichen 7 und kosmischer Ring.
Und so weiter und so fort. Wisst ihr Bescheid. So, Einstellungen. Ach ja, genau. Und Eroga habe ich noch gelernt, weil ich diesen komischen Herzlosen, der alle Herzen geklaut hat, noch besiegt habe. Das ist jetzt die stärkste Windmagie. Aber das Einzige, was immer noch fehlt, ist wie gerade. Die stärkste Heilmagie, die kriege ich dann vielleicht auch noch kurz vor Ende. So, Charaktere. Hauptcharaktere. Terra-Seanort. Ein Mitglied der eigenen Organisation 13. Dies ist Meister Seanort, der Kontrolle über Terras Körper ergriffen hat. Ja genau, so wie er quasi am Ende von Burst by Sleep dann in Radiant Garden gefunden wurde, wo er dann eigentlich sein Gedächtnis verloren hat oder vielleicht auch nur so tut. Man weiß es ja nicht so genau. Und ja, Gegner, Herzlose, der Lich. Diese albtraumhafte Heimsuchung hielt die Herzen von Soras Freunden als Geisel. Immer wieder setzte sich Sora zur Wehr, aber mit jedem hart erkämpften Sieg entledigte sich der Lich einfach seiner aktuellen Form und verschwand in eine andere Welt. Sein weitreichendes Arsenal der Magie machte ihn zu einem formidablen Gegner, doch letzten Endes kann kein Herzloser es mit Soras Entschlossenheit aufnehmen. Das ist richtig. Und so viel Leben hatte der eh nicht, aber der hat sogar immer wieder in eine andere Welt dann teleportiert und ist abgehauen. So, bei Schmieden wird mir das jetzt noch angezeigt, dass wir jetzt hier Ultima haben. Richtig super. Aber ich freue mich immer noch, was das hier ist. Das ist immer noch unbekannt. Irgendwas muss es da noch geben. Vielleicht ist das da noch, wenn wir das Spiel durch haben, irgendwas Neues. Ich habe keine Ahnung. So, da guckt euch Ultima an, wie geil das aussieht. Und das kann ich jetzt in der finalen Welt im Schlüsselschwertfriedhof auch wunderbar austesten. Also Leute, es geht wieder zurück. Ich bin so froh, dass ich Ultima jetzt endlich habe. So, ja, und das Heftigste für mich persönlich war halt wirklich, diese Omega-Maschine zu besiegen. Das fand ich am schwierigsten. Das hat echt ganz schön reingehauen, um da noch ein Orichalcum Plus zu bekommen. Ich finde es persönlich doch ein bisschen fies, dass ein Orichalcum Plus echt nur mit dem Gummijet zu bekommen ist. Das war früher nicht so. Aber was soll's. So, dieser Welt landen, auf geht's. Wonder what's waiting up ahead. Und damit eins klar ist, ich werde natürlich jetzt für den Rest des Spiels nur noch Ultima benutzen, ist ja logisch. Ich habe es mir ja nicht geholt, um es einfach nur anzusehen, sondern schon, um es auch zu verwenden. Ist ja logisch. So, wir speichern hier trotzdem noch einmal. Einfach, weil ich es kann, weil ich nicht weiß, wann ich wieder speichern darf. So, jetzt ist mir Ultima sicher. Jetzt habe ich es und jetzt gebe ich es auch nicht mehr her. Das sieht so geil aus. Erstens ist das richtig lang und dann... Ich finde, dieses Rot und Silber, das hat auch was. Ich meine, klar, dadurch, dass Blau meine Lieblingsfarbe ist, gefallen mir vielleicht andere Ultima-Designs besser. Aber guckt euch mal an, wie riesig das ist. Das ist voll die lange Klinge. Das ist echt heftig. Ich frage mich zwar, warum sie sich diesmal wirklich mal dafür entschieden haben, Ultima Rot zu machen, statt Blau. Vielleicht wollten sie wirklich einfach mal ein anderes Design ausprobieren, aber mir gefällt es trotzdem. Es ist immer noch ein geiles Schlüsselschwert. So, das Seanort kann einpacken. Jetzt, wo ich Ultima habe, der wird sowas von verkacken. Und zwar alle in der Organisation haben jetzt keine Chance mehr. So, da sind sie ja alle wieder und warten auf mich. Ich bin da, Leute. Ich habe mir nur noch das beste Schlüsselschwert geholt, damit wir eine Chance haben gegen Seanort und die anderen. Ven! Terra, we found you! Terra, please say you're in there. What gives, Aqua? I know that you're not him. Huh? Now let our friend go! He is their 13th! Today is the day you all lose. What?
before you even face the 13. Every last one of you will be torn heart from body. But fear not. The Keyblade will still be forged. We're not gonna lose to you. Who are you? Got you, Xehanort. Terra? This is impossible! How I've waited for this moment. Hold off the others. Okay, we've got this. Besiege die Dämonenwelle. Alter, wie geil war das denn, Leute? Das war der verweilende Wille. Das ist Terras Seele in seiner Rüstung, drin halt. Es ist nicht der echte leibliche Terra, aber es ist halt eben Ultima Form. Alter, Leute, jetzt geht's richtig ab. Boah, der macht richtig Schaden bei dem Ding. Endgeil. Guckt euch das an. Woo! Der Ultima ist mega. So. Heile natürlich trotzdem. Trotzdem auf die LP achten. So. Du hast keine Chance gegen das ultimative Schlüsselschwert. Ja, das ist so geil. Ultima geht ja richtig ab. So wie man es halt gewohnt ist. Und so hat jetzt weiße Klamotten. Okay, jetzt nicht mehr, weil die Form ist gerade vorbei. Und what the fuck? Okay, ich kann... Okay, Multifokus funktioniert bei dem Ding nicht. Wie viel Bomber? Bringt das was? Ich weiß nicht, ob das jetzt getroffen hat. Egal, wir müssen den Kern angreifen. So. Wollen wir das einfach mal dasselbe Vieh ist? So Ultima-Form. Wie das dasselbe Vieh ist, was man am Ende von dem Falcon Terrapestage mit Aqua bekämpft hat. Mit Aqua und Mickey zusammen. Ist das Ding einfach nochmal da. So, dagegen Ultima hast du keine Chance, Leute. Guck dich an, wie wenig Leben das Vieh nur noch hat. Das ist so Hammer. Come on! Something's wrong! Repeat! Oh.
now! Sorry! I'll stop it! Sorry! Need some help? Are you okay? Yeah. What was that? Keyblade wielders. From long ago. It's the light of the past. Look. Just send out the big bad. Oh!
You! The organization's been using hearts. One Xehanort got to in the past and has influence over. So, that must be you from when Ansem had control of your heart. Yeah. How could I forget? I'd say that was our finest hour. Wrong. My hour of weakness. You sure? How about we find out? A real test for the mark of mastery. What did you say? We gotta make sure you're not blundering your way toward a second failure. Blundering? I'll have you know we failed with style, Chief. At least you admit it. Well, if you Guardians think you brought the goods, you'll have to prove it to the old guy one last time. Kid, take it away. Try to use time magic against these numbers. You won't have enough strength for the final battle. Try and break through. Everyone, get ready! Alone? That's crazy! I'll help! Two is no better. Yeah! Splitting up's a bad idea! There's way too many! Champions. I will hold them all here for as long as I can. We're not gonna leave you behind! Okay.
Yes, Joanne! Me and Donald will stay here. The two of us will back up Master Yensid. Donald. Goofy. You're all back by yourself, Sora. Don't worry, we'll catch up with you in just a bit. Okay, we'll regroup later. Make haste. Erhalten Sternenlicht, ein Schlüsselschwert aus antiken Tagen. Formänderung, zweite Form SL. Today, we join these other wielders and leave our mark on fate. I have waited patiently, but together, we shall unlock the Keyblade War's secrets. Now, we forge it, the ultimate key. The Keyblade. Here we go. Yeah. Der Irrgang des Erlöschens. Alter, Leute, das war ja mal ein endgeiler Auftakt zum Finale. Was für eine hammergeile Cutscene und Alter, das mit den ganzen Schlüsselschwertern und vor allem dieser Typ da. Der Junge da vorhin, also mit den schwarzen Haaren, das war Ephema, der ist auch aus Union Cross. What the fuck, wie passt der da hin? So, und hier gibt es noch eine Karte vom Irrgang des Erlöschens. Und auch nochmal ein Mogi-Laden.
Also, wenn ich mir Ultima nicht schon vorher geschmiedet hätte, könnte ich es mir dann ab sofort hier schmieden, aber ist ja egal. So, was auch immer das dann ist, keine Ahnung, das schaue ich mir im nächsten Part an. Ich muss jetzt sowieso mal Schluss machen, jetzt ist hier so ein mega fettes Labyrinth eben aufgetaucht. Und jetzt müssen wir halt wirklich die echte Organisation 13 besiegen. Jedes einzelne Mitglied. Aber mit Ultima, würde ich mal sagen, dürfte das kein Problem sein. Das werde ich dann schon schaffen. Also Leute, im nächsten Part, Finale, also der Auftakt zum Finale, das richtige Finale wird ja erst dann sein. Aha, da steht sogar noch der Irrgang des Erlöschens, / Pfad der Entfremdung. Gehört irgendwie zusammen. Das richtige Finale wird ja erst der Endkampf gegen Meister Synod persönlich sein, aber vorher alle anderen zu besiegen wird natürlich auch ein Weilchen dauern. Und ich habe halt echt noch ein Schlüsselschwert jetzt bekommen, was natürlich bei weitem nicht so gut ist wie Ultima. Und zwar hier das Sternenlicht. Ein Schlüsselschwert aus der antiken Tankformänderung, zweite Form SL, hat nur Angriff 4 und Magie 4 und MP Hast. Das sieht fast so ähnlich aus wie, der Königsanhänger, nur halt mit einem blauen Griff und einem Stern vorne dran. Das ist eigentlich auch schon alles. Aber, naja, ich bleibe natürlich trotzdem bei Ultima, weil warum sollte ich mir da jetzt ein schwächeres Schlüsselschwert nehmen? Aber was richtig praktisch ist, jetzt haben wir endlich Vigra gelernt, regeneriere eine riesige Menge LP eines Ziels und von Freunden in der Nähe. Und das muss ich mir natürlich hier noch auswechseln, statt Vitra, Vigra, eigentlich die stärkste Heilmagie. Die werde ich sicher noch gut brauchen, hier in den finalen Kämpfen. Und Charaktere, vor allem hier. Ein geheimnisvoller Junge, der Sora in einer Notlage helfende Hand reicht. Wie gesagt, das ist Ephema. Bekomme ich jetzt auf schwarze Haare, der weiße Haare. Schwarze Handschuhe, schwarze Stiefel, meine ich, aber weiße Haare, oder so grau halt. Ephema ist sein Name, auch wenn das hier jetzt nicht steht, ich weiß das halt trotzdem, der ist auch aus Union Cross, ist auch ein Schlüsselschwertträger aus längst vergangener Zeit, aber wie der da drin jetzt auftauchen konnte, weiß ich auch nicht, ist ein richtiger WTF-Moment gewesen und noch viel heftiger und geiler war ja hier Verweilender Wille. Eine Rüstung erfüllt von Terras Gedanken und Wünschen, war ja in Kingdom Hearts 2 Final Mix ein Secret Boss und meiner Meinung nach immer noch der heftigste Typ überhaupt. Der allerkrasseste Secret Boss ever. Meiner Meinung nach. Also nicht mal der Unbekannte aus Burst for Sleep ist so heftig wie er. Für mich persönlich. Aber ist halt nur meine Meinung. Das ist halt hier. So, was sind hier noch für neue Herzlose drin? Achso, ja klar. Die Dämonenwelle. Ein dunkler Schwarm von Schattenduchen zusammengedrängt in einer gewaltigen, tosenden Welle. Die Tatsache, dass die Dämonenwelle sich in einer ganzen verdorbenen Pracht nicht im Reich der Dunkelheit, sondern auch im Reich des Lichts gezeigt hat, ist wie sie gerade ein Vorbote unheilvoller Ereignisse im Horizont. Und was ich jetzt auch noch so mega geil fand, Alter, dass einfach mal Jens Sid höchstpersönlich aufgetaucht ist und uns den Weg freigemacht hat. Das war auch endgeil. Das war obermega geil. Also, da sieht man mal, was das Spiel jetzt gegen Ende noch alles raushaut. Und freut euch also schon mal auf die kommenden Parts, weil da geht's nochmal richtig zur Sache, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Kingdom Hearts 3.